Am Mittwoch, den 7.9. um 22 Uhr starteten zwei Schwertransporte in Dreistiefenbach, um eine riesige Fackel bzw. Überdruckventil von der Firma Eisen- und Blechwerke Siegerland nach Wilnsdorf zu der Firma KSO Edelstahlbeizerei zu bringen. Wofür genau diese Fackel verwendet wird und wie lange die Bauzeit war, konnte uns Stefan Klein erzählen. Ja, wir sind hier bei der Firma Eisen- und Blechwerke Siegerland GmbH. Wir sind grundsätzlich ein Behälter- und Apparatebauer. Ja, wie Sie ja hinter uns sehen, können wir von relativ großen Bauteilen bis kleine Bauteile. Ja, und hierbei handelt es sich halt um eine Fackelanlage, wo dann quasi in größeren Anlagen, wenn irgendwo Überdruck entsteht, quasi hier in 50 Meter Höhe quasi die Gase dann verbrannt werden, damit die Anlage weiter funktionieren kann. Der Schwertransport fährt von hier aus nach KSO nach Wilnsdorf. Das ist eine Beizerei, wo dann quasi das ist auch die Besonderheit dieser Fackel. Diese Fackel ist komplett aus Edelstahl gebaut. Und vom Betrieb her muss nachher die Schweißnähte und Anlauffarben entfernt werden. Und das passiert bei der Firma KSO in Wilnsdorf. Der komplette Transport ist also das Unterteil, ist das schwere Teil. Das sind ungefähr 38 Tonnen, 26 Meter lang. Und also im Kompletten wiegt die Fackel nachher ca. 65 Tonnen. Wir haben im Februar angefangen zu bestellen. War dann natürlich auch zwischenzeitlich nicht ganz so einfach. Durch die Ukraine-Krise gab es schon Beschaffungsprobleme. Und wir haben jetzt ungefähr 6 Monate Durchlaufzeit gehabt. Okay. Am Anfang geht es halt relativ langsam los, wo die Bauteile erstmal gewalzt werden müssen und danach, wenn es ans Schweißen geht. Wir haben 2 OP-Anlagen, wo drüber die komplett gelaufen sind und dann geht es ja danach handfertig Löcher reinbrennen, Stutzeneinschweißungen, Bühnenhalter anbringen und so weiter. Über die Aufgaben und den eigentlichen Transport gab uns Michael Dreisbach von der Firma Verkehrsdienst Dreisbach Auskunft. Seine Firma hat zusammen mit der Firma Ziewitz Transporte unter anderem die Streckenplanung übernommen. Wir haben zusammen mit der Spedition Ziewitz die Streckenplanung gemacht, die Beschaffung der Genehmigung bei der Behörde organisiert und durchgesetzt. Und wir kümmern uns heute Abend um die verkehrslenkenden Maßnahmen, dass der Transport auch sicher ans Ziel kommt. Man muss halt auf die Gesamtabmessung achten, auf die Höhe, auf die Länge. Mit den Achslasten darf man nicht alle Strecken befahren. Und da muss man natürlich jetzt gerade im Dunkeln gucken, dass man da überall vernünftig durchkommt. Wir begleiten den jetzt hier von Netphen bis zum Ziel nach Wilnsdorf. Auf der gesamten Strecke. Wir sind jetzt mit 6 Mitarbeitern vor Ort, die Begleitung machen und die Montagen dafür machen. Also wir müssen überall, wo bei Fahrbahnteilern und bei Kreuzungen Schildern im Weg sind, die machen wir vorher weg, dass der Transporter vorbei kann und machen die natürlich im Anschluss direkt wieder hin, die Verkehrssicherheit wiederherstellen. Dafür fahren wir mit 3 Polizeiersatzfahrzeugen, also BR4-Fahrzeugen vorne weg und warnen den Verkehrsteilnehmer, machen den Verkehr weg, dass der Transport ungehindert weiter kann. Ja. BF3 macht die Begleitung grundsätzlich nach hinten, sichert den Verkehr nach hinten ab, dass keiner an dem Transport vorbeifährt. Und BF4 macht halt die Absicherung nach vorne, warnt die Verkehrsteilnehmer und macht die Straße nach vorne frei, was früher die Polizei gemacht hat. Auch die Lkw-Fahrer vollbringen eine echte Meisterleistung bei so einem Transport. Wir Siegen war dabei, um euch die eindrucksvollen Bilder zeigen zu können.